geil. Jetzt stehen wir hier ohne Hotel und wo sollen wir jetzt übernachten? Meine Lieben, heute sind wir auf einer Künner. Das ist sozusagen die Abschiedsparty vor der Hochzeit für die Frauen. Das ist der Platz, wo nachher die Braut in Spee gefeiert wird. Ich zeige euch alles nachher. Geil ist auch, dass das Geheule nur losgeht, wenn Sami weg ist. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Chanakkale, weil eine Hochzeit stattfindet übers Wochenende. So, wir sind jetzt ganz kurz nochmal angehalten, weil wir hier noch Vorrat brauchen für die Autofahrt. Und die geht so circa 4 Stunden. Und also Sami ist jetzt Proviant holen gegangen und ein bisschen was für Hamza. Die Erdbeeren sprechen mich gerade an. Ja. Sami hat sich gerade bei der Polizei beschwert über diesen über diesen LKW, der da lang fährt, weil der einfach sich auch nicht an die Verkehrsregeln hält. Der hält sich sowieso keinen Arsch dran, ne? Die gefährden nicht nur uns, sondern auch alle anderen. Fährt einfach rechts, links, hier überall einfach quer. Dudi, bist du nur am Laptop hier, ne? Wie Mutti. So, ist mal angehalten. Echt Gitter. Mein Dings ist hier gerissen. Richtig scheiße, ey. Letzte Woche war es hier oben gerissen, jetzt ist es unten gerissen. Und ich komme damit gar nicht mehr klar ohne dieses Ding. Wir wollen jetzt ein bisschen was hier Köfte essen. Lecker, lecker, lecker. Wir haben hier einmal Auberginenpüree mit Köfte. Und Sami hat nur Köfte. Soğuk. Da soğuk, o soğuk da olabilir. İyi mi? It's okay. Sami. Es wäre irgendwas aus Sirup, keine Ahnung, was es ist. Deli misin? Gördüm ben seni orada battaniyeden tutarken gördüm düşeceğini. Hayır ben böyle aşağı düşeceğim. Ben görüyorum bunu. Onun için gidiyordu. Gördüğün için. So, wir sind jetzt hier in Chanakkale angekommen. Ich weiß jetzt nicht ganz, wie ich das ins Deutsche übersetzen soll, wo wir jetzt gerade hier sind. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, dass es hier wunderschön ist. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Eindrücke.
jetzt stehen wir hier ohne Hotel und wo sollen wir jetzt übernachten? So, wir sind jetzt in einem Einkaufszentrum. Hamza schläft und jetzt wollen wir noch eine Kleinigkeit essen, so pide-mäßig. Wir sind auf der Suche nach einem Hotel. So, jetzt haben wir ein paar Hotels angerufen, aber das ist alles schon belegt. Weil am Montag haben wir Feiertag, der 23. und verlängertes Wochenende sozusagen. Und alle sind natürlich draußen und wollen dieses verlängerte Wochenende genießen. Und ich wusste, dass das passiert. Weil ich hatte schon mal da Fahrt so komisches Gefühl. Das ist alles deine Schuld. Alles danke für euch. Jetzt sucht er hier ein Hotel. Findest du nicht? Brauchst du gar nicht gucken. Sollen wir im Auto übernachten oder was? Sogar die Hotels außerhalb von Çanakkale sind alle belegt. Ach, gefühlt 100 Hotels. Naja, mal gucken, was uns jetzt hier erwartet. Naja, gut, besser als gar nichts, ne? Ja. Ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Irgendwie stinkt das hier, ne? Stinky. Das ist Hamzas Bett. Also er schläft auch normalerweise immer in einem Reisebett. Und das ist ein bisschen scheiße aufzubauen und abzubauen. Beziehungsweise wir checken immer nicht, wie das geht. Jetzt. Und jetzt klappt es bestimmt super. So. Ay, nasıl lan oldu ha? Ha. Nee, ne? Vallahi var ya, tarihin en hızlı yatağını yaptım. Evet. Jedes Mal kriegen wir einen Ausraster, weil das immer nicht funktioniert. Und jetzt hat es geklappt. Ich glaube es ja wohl kaum. Einen wunderschönen guten Morgen aus unserem Hotelzimmer des Grauens. Wenn ihr das sehen würdet, das ist... Wir machen jetzt wirklich das Beste draus, aber es ist... Es ist zum Schießen. Sami fragt mich gerade, na, willst du noch duschen? Das ist eine ernsthafte Frage. Ich bin noch nie mehr diese Toilette hier betreten. Und dann fragst du mich, ob ich... Dass sie jetzt hier duschen will. Nicht dein Ernst. Gleich bekommen wir ein schönes Frühstück. Wir sind jetzt hier im Genesis Restaurant, so heißt es. Es ist schon. Es ist gleich 1 Uhr. Wir sind ein bisschen spät dran, aber es hat leider nicht geklappt. Wir konnten irgendwie heute Morgen nicht aufstehen. Ups, das war der Kopf. Bis um 7 Uhr haben wir jetzt noch Zeit, was zu machen. Keine Ahnung, was wir machen wollen. Mal schauen. Ja, ich halte es jetzt nicht mehr aus. Ich esse jetzt schon mal. Na, ist Hamza groß geworden? Nein, das ist ein anderes Kind, das wollte unbedingt mit dem Laptop spielen. Das ist hier so ein kleiner, winziger Ort. Hier gibt es eigentlich gar nichts mehr zu machen. Schade, wir wissen jetzt gerade gar nicht, wie wir die Zeit totschlagen sollen, weil hier einfach nichts los ist. Wir sind jetzt hier ein bisschen durch die Stadt gegangen. Stadt, hier gibt es gar keine Stadt. Ich bin auf der Suche nach einem Friseur, damit ich ein bisschen mal meine Haare schick machen kann. Aber Problem, auf den Sonntag ist der Friseur zu, das darf doch nicht wahr sein. Und jetzt gibt es Eis. Ja, das ist natürlich klar, wenn man selber Eismann ist, ne? Dass man, ja. Ja, es geht. Wenn mein Mann Eismann ist, bin ich natürlich Eisfrau. Und wir produzieren ja das Eis selber. Ich weiß gar nicht, ich hab dir mal so einen Bock, behind the scenes von unserer Eisdiele zu sehen, dann würde ich das sonst mal abfilmen. Man weiß jetzt direkt, wenn man das isst, was da drin ist. Man schmeckt das einfach raus, auch was für
Produkte er benutzt, was für Salep er benutzt, ob das Ziegenmilch ist, normale Milch, das schmeckst du einfach raus. Und Sami beantwortet gerade eure Kommentare. Er hat übrigens auch einen YouTube-Account, der nennt sich Onkel Sami. Also falls einer antwortet auf eure Kommentare. Wann ist er das? So, ich habe meine Haare nur glatt geföhnt bekommen, weil die keine Zeit mehr hatten. Naja, immerhin besser als gar nichts. Viele fragen immer nach diesem Grün. Leute, das ist was zum Auswaschen gewesen, aber es wäscht sich nicht aus. Ich musste mir das leider irgendwie abschneiden. Das ist reinste Verarsche, ist das. Von wegen ist abwaschbar, ne? Überhaupt nicht. Schütten! Ja, jetzt fehlt mir nur noch Make-up. Das Problem ist, wir wissen jetzt nicht, wo wir uns umziehen sollen. Weil ich habe die Braut eben gerade gefragt und sie meinte so, ja, daran haben wir eigentlich gar nicht gedacht jetzt. Weiß ich jetzt auch nicht, wo ihr euch umziehen könnt. Ja, hallo, soll ich jetzt mit diesen Klamotten hier auf die Hochzeit gehen? Ich improvisiere jetzt hier einfach mal im Auto. Mein Glück habe ich meinen Spiegel mitgenommen und jetzt werde ich mich schminken. Dann würde ich sagen, vorher, nachher. Meine Eltern kommen gleich, Cousinchen kommt gleich und dann werden wir uns umziehen und dann geht's zum Salon. Ich bin gespannt. Wir haben jetzt die Hochzeit verlassen und wir stecken jetzt hier fest, weil hinter uns ein paar Autos sind und wir kommen jetzt hier nicht raus. Es ist jetzt relativ spät und jetzt geht's wieder nach Istanbul. Wieder da, back in Istanbul. Ihr seht, ich bin einfach mal mit Schminke ins Bett. Ja, nicht geschafft. Ich war so todmüde. Ihr glaubt nicht, was mir passiert ist. Oh mein Gott. Wir sind ja mit Babywagen dahin. Und beim Zusammenpacken des Babywagens, des Kinderwagens sozusagen, nehmen wir immer die Füße mit raus, weil sonst ist es bei uns nicht so gut im Kofferraum passt, beziehungsweise weil man das dann halt besser verstauen kann. Ne? Die Reifen vom Kinderwagen sind verschwunden. Wir haben das ganze Auto abgesucht, die Reifen sind nicht im Auto. Dann denke ich mir so, Sami, scheiße, wo hast du die Reifen hingepackt? Ich glaube, der hat ja dann einfach mal beiseite gelegt, als er das dann zusammengeräumt hat. Und dann hat er die Reifen da jetzt vergessen oder was, in Çanakkale. Und ich glaube, das sind jetzt auch nicht so eine billigen Reifen. Ja, beziehungsweise jetzt kann ich heute nicht raus, weil ich keinen Kinderwagen habe. Was mache ich denn jetzt? Scheiße. Da ist einer so anhänglich momentan wegen seinem Zahn. Er kriegt nämlich hier oben ein Zähnchen. Ich kann gar nichts mehr machen. Wir beiden Hübschen waren baden. Es ist immer wieder ein Traum, baden zu gehen. Man fühlt sich danach wie neugeboren. Betrachtet bitte nicht meine Augenbrauen, sie sind immer noch im Growing Process. Und ich würde sagen, ich beende jetzt das Video mit einem Rätsel, beziehungsweise mit einem Fragezeichen im Kopf, wo denn nur die Reifen jetzt vom Kinderwagen sind. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Mhm.